wenn ein böser Dämon mit Ektoplasma spritzt und der nackte Poltergeist von Oma in deinem Keller sitzt, ja, dann schnapp dir schnell dein Telefon, denn noch ist nicht zu spät. Denn Geisterjäger, Kies und Kreis, die wissen, wie das geht. Den Todesstrahl aufs Genital, ja, dann ist das Ding im Sack. Doch kreuze nie die Strahlen, weil sonst dein Hoden platzt. Es ist so bescheuert. Die folgende Sendung Geisterjäger wird Ihnen präsentiert von Christ R. Us, das christliche Kinderspielwarenhaus. Wow, im Christ R. Us fühle ich mich total wohl, denn da gibt's Spielsachen für meine Gesinnung, wie zum Beispiel Dr. Bibber in der Jesus Edition. Hast du ruhige Hände, um Jesus ans Kreuz zu nageln? Und was ist denn das Cooles? Cool, ein reitender Muskelbronco, das Pferd vom Muskelpriester. Aber warum ist denn da in der Mitte ein Loch, wo ein kleiner Wurm durchpasst? Okay, ich muss das immer so enden. Was ist jetzt los? Was ist denn? Okay, ich weiß, das ist das neueste Szenespiel-Warenhaus, was im Moment so im Trend liegt. Ich, ne? Ich will damit nichts zu tun haben. Warum darüber muss denn in so einem Reitschaukeltier für Kinder in der Mitte eine Aussparung für ein Loch sein? Keine Ahnung. Was dann macht man sich das irgendwie übers Knie und kann sagen, hey, willst du ein bisschen Hoppe-Hoppe-Reiter? Warum hat... mit dem Priester spielen. Bronco, das Muskel... das Pferd vom Muskelpriester vor allen Dingen. Oh Mann. Ja, keine Ahnung, ich weiß ja nicht. Der Muskelpriester reitet durch die Prärie und was habe ich überhaupt missioniert mitgenommen? Der missioniert sehr hart. Nur eine Kamera mitgenommen. Er missioniert sehr gewalttätig. Gibt's auch Professor Judokai? Wow, was ist das denn für eine tolle Actionfigur? Muskelpriester und er hat seinen Widersacher dabei, Professor Judokai. Er hat einen kleinen Plastikbrunnen und eine Giftflasche. Deine Mama hatte 4 Tage Durchfall. Ja, wieso habe ich denn Pillen eigentlich mitgenommen? Ich weiß es nicht, weil du verwirrt bist und mich zwingst, solche Sachen zu machen. Liebe Zuschauer, ich möchte nochmal ganz deutlich sagen, dass ich... Dass er sich alles ganz alleine ausdenkt. Damit jetzt gibt das nichts endlich zu tun habe. Die Leute wissen... Oh, hier, Zweier Bleach. Die Leute wissen, dass Kreis, ein Mann, der schon seit Jahren irgendwelche fragwürdigen Zombie-Mode-Ansagen schreibt und irgendwelche dubiosen Lieder singt, und jetzt auch so eine neue Band gründet, die Pfaffenaffen, ja, mit denen will ich nichts zu tun haben. Ey, das hat er langfristig geplant, ne, so dieses, ja, ich lasse ihm diese Ansagen vorlesen, ja, den Ruhm lasse ich ihm zuteil werden, aber dann am Ende kann ich es darauf schieben und sagen, ja gut, guck mal, er liest ja auch diese Ansagen, kein Wunder, ey, dass ja, der natürlich, ist also verkommen. Du bist der Typ, der diese komischen Lieder singt. Du bist der Typ, der Ansagen aufsagt und du bist der Typ, der dauernd für eine Firma namens Kreis Industry wirbt. Das machst du, ich habe das noch nie gemacht. Ich kenne die gar nicht. Ja, natürlich, du gibst deinen Namen dafür her. Irgendwelche Leute sagen, ey, jetzt gib endlich mal Timmy frei und so und ich denke mir, hä? Gib den doch endlich mal frei, wie lange soll das noch gehen? Was war das? Wo bist du? Was ist denn da gerade hergeflogen? Da ist gerade irgendwas hergeflogen, hast du das auch gesehen? Alter, hier rollt ein Ball. Der kam hier irgendwie aus dem Boden und dann... Was war das What denn? What the hell? Ich hab's ja auf der Kamera gesehen. Geisterereignis. Wo bist du? Was ist das? Was ist das? Das ist irgendwie ein... Wo bist du? Ektoplasma. Gib uns ein Zeichen. Warte, ich werde ihn räuchern. Ich räuchere... Der wirklich unten? Keine Ahnung, ich räuchere mal die Küche. Woher kam der Ball? Wenn du weißt, woher der Ball geflogen kam, dann schreibe jetzt 555. Jonathan Frank. Was? Alter, hier geht was ab. Ich räuchere die Küche. Ich glaube, das ist ein diabolischer Fußballer. Hast du gerade eine Tür aufgemacht? Nein. Hörst du das denn nicht auch? Wo bist du? Wo ist denn der Empf? Das könnte das... Ich glaube, er ist hier nicht in der Küche. Das könnte das entfernte Schienbein von Lothar Matthäus sein, welches uns heimsucht. Gib uns ein Zeichen! Bist du das Lothar-Lack? Lothar-Lacks. Ich hab Lothar-Lack, du. Also hier steht, den Bereich, der Räucherstäbchen hat funktioniert in der Küche. Alter, er hat hier Licht angemacht. Aus dem Bild läuft Blut. Aus dem Bild läuft Blut, das wäre geil, ey. Jetzt habe ich so ein komisches, hart, braun, matschig, nussiges Gefühl in der Hose. Da ist Mais drin. Ich habe gar kein Mais gegessen, Geister-Event. Wo bist du?
Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Ich glaube, der ist in der Küche. Also ich habe den Küchenbereich gereinigt. Bist du ein Kind? Mit Räucherstäbchen. Da hat er drauf reagiert. Das fand er nicht schön. Wer redet nicht? Aber Alter, das ist so viele Geräusche. Das ist ein Fingerprint. Ja, der ist so creepy. Okay, wir haben wirklich ein Fingerdinger. Fingerdinger an der Klotür haben wir, ja. Okay. Sprit, Gespenst, Polter, Banshee, Revenant. Doch ein Bibelvertreter. Das ist ein Bibelvertreter. Achso, ich habe meinen Bewegungsmelder noch gar nicht angemeldet hier. Ich glaube, ich baue da noch eine Cam rein. Also wenn wir auf jeden Fall abdrücke. Wo war der Abdruck? An der Klotür, an der kleinen. Aber ein Bublé sehe ich nicht. Nix Bublé, ne? Boah, das ist aber echt unheimlich. Wer heißt denn der Geist? Wissen wir gar nicht. Doch, ich weiß Mädel. Das. David Harris. Reagiert der alleine oder in Gruppen? Macht der auch Gruppenspielereien? Kann man nicht sagen. Ist nicht genau bestimmbar zurzeit. Jetzt wie? Er steht da. Neu, oder? Das ist auch schon länger seit dem Update. Kann man sein Geschlecht bestimmen? Nein, kann man im Moment noch nicht genau sagen. Er ist noch unentschlossen. Ein Transgeist. Transdivers Ghost. Transdiverser Geist. Ich bin Raketenwissenschaftler. Vom Beruf, nein, vom Geschlecht. Meine Gesinnung ist Raketenwissenschaftler. Hey, aber hier im Nebenzimmer ist Action. Vielleicht ist er auch wieder gestuckt irgendwo. Stuck Ghost in Toilet oder so. Denkst du, es ist ein Stuck Duck? Step Stuck Ghost. Step Ghost. Stuck in Heizkörper. Wo bist du? Er war gerade schon sehr aktiv. Aber noch nicht aktiv genug. Aber hier sind im Wohnzimmer liegen wo Sachen bist auf dem Boden, du? Kerzen und so. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Ich habe auch gerade wieder fuddige Steps gehört in der... Willst du kommunizieren? Ne. Kommunizieren, ne. Alter, der Burrito steht aufrecht. Wo bist du? Weißt du, was geil wäre, wenn auf einmal der Kamin angehen würde? Es würden so Flammen kurz rausschießen. Boah, wäre das heftig. Hast du dir ein Bild vor die Tür gelegt? Nein. Alter, der ist irgendwie im ganzen Flur aktiv unten. Der ist überall aktiv. Dreht ja voll durch. Das ist ein All-Active-Geist. Aber wir haben nichts, Mann, außer diese dämlichen Finger. Ich glaube, das sind eher deine Finger und nicht die vom Geist. Das sind deine. Wir haben mit den Grabschpfoten überall dran gekribbelt, ey. Le Grabsch. Oh, jetzt habe ich hier überall mal ein bisschen was verteilt. Bissl was. Okay, wir haben hier diesen... What? Eben gerade alles kurz aufgeblinkt. Ich weiß nicht. Es ist komisch. Es ist alles komisch. Ja, im Buch ist auch nix. Wo bist du? Ich hab mega die Steps Zeige gehört. Dich! Step Ghost. Da, ich hab einen Step. Was willst du? Step Ghost going to murder me. Willst du murder run? Guck mal, hier vorne ist es auch, Alter, der ist im ganzen Flur aktiv. Hier vorne ist auch Steps. Der ist so ein komischer, ich bin überall aktiv, das ist mein Haus, nicht dein Haus, Geist. All active areas. All active. In the zone. Ich mach direkt am Eingang eine Kamera hin. Aktiv. Ach so, ja, ich wollte noch eine...
Alter, hier sind jetzt auch Steps. Der wandert echt durch den ganzen Flur. Der Nehmen wir mal genau hier eine Kamera hin. Bumm. Haben wir ein Step-Foto? Ist das ein Step-Foto? Nö. Das ist ein Step-Foto? Nö. Hä, aber das sind doch Steps Original. Die Band, kennst du doch? Steps Original. Wir sind Steps Original. Ich habe ein Fingerabdruckfoto. Gibt auch 3 Sterne. Bewegungsmelder warst du jetzt, oder? Naja. Ich leg mal Buch hier auf die auf den Heizkörper. Ein Heizbuch. Ja. Mann, warum macht ihr uns das Leben wieder so schwer? Weißt du, ihr geht ja wandern. Alter, jetzt hat er richtig Activities, ne? Licht angemacht, glaube ich sogar. Wieder im Neben. Jetzt macht er da hinten Licht an. Was ist mit dem? Weiß nicht. Vielleicht weiß er nicht, dass er tot ist und lebt einfach ganz normal sein Leben. Ja, das kann auch sein. Ich mach ganz normal weiter. Ist da oben eine Stuck-Bubble? Hast du gesehen? Siehst du das da jetzt auf... Oh, warte. Weiter, weiter. Weiter auf dieser Flurcam, auf der anderen. Guck mal, da oben über der Tür vom Wohnzimmer. Das ist bei mir so ein heller Punkt. Siehst du den? Der helle Punkt? Nee, ich glaube, das ist irgendein... Rauchmelder oder sowas, glaube ich. Aber wir sollten vielleicht eine Kamera aus dem Wohnzimmer raus noch irgendwie haben. Welche könnten wir denn abreißen? Hast du noch eine Kamera? Nee. Ich meine, die aus Badezimmer filmt, weiß ich nicht, ob die so wichtig ist. Guck mal, wir hatten gerade ganz kleine Zehnerspitzen wieder. Redet hat er auch nicht, ne? Nee, der hat nichts gesagt. Der ist nur mal Dude. Haben wir Strom an? Weiß ich nicht. Mal um Temperaturen zu messen? Ne, guck, hier oben ist so ein Feuermelder. Nee, aber bei mir ist da noch so ein richtig heller Spot über der Tür, so ein weiß leuchtender. Ich mach jetzt mal hier eine Kamera weg. Die hier. So. Räum mal ein bisschen die Kameras um. Und platziere die mal hier. Vielleicht können wir damit exposen. Aber wir haben Strom, weil... Ne, hier, er macht ja Licht an. Ja, hier im Flur ist halt 3,4 Grad teilweise, ne? 7 Grad, 15 Grad ist hier. Denn er scheint so ein bisschen in den Flur gewandert zu sein. Hab ein Wert, hab ein Buch! Okay, wir haben ein Buch, aber wie hoch ist der Wert? 5. Echt? 5. Er hat gesagt, okay, ich leg die Karten auf den Tisch. Okay, okay. Dann haben wir ihn ja. Ja. Drecksau, die Blöde. Und EMF. Ein Revenant. Das ist doch ein Bibelvertreter. Habe ich doch sofort gesagt, dass der Bibel irgendwie verchecken will. Ich habe mich so ein bisschen, weiß nicht, bequatscht gefühlt. Ich habe mich so ein bisschen vertreten gefühlt. Er hat gemeint, er könnte irgendwie meinen Namen in Gold auf die Bibel eingravieren und schönes Leder, Band und so hat er gesagt. Wir sind Geisterjäger. Hab einen Geist gefangen. Ich hab einen Geist gesehen. 120, obwohl wir hier 20 Fotodollar gemacht haben. 120 Priesterdollar. Die Kirche zahlt nicht so viel. Das ist doch wieder jetzt Bibelvertreter für die... So verschollene Bibelvertreter. Ja, dafür geben die halt nichts. Die wollen eher Knaben. Ja, wir haben wieder einen Bibelvertreter in Köln-Süd verloren. Ja. Die wollen Junggeister. Die wollen einfach Junggeister. Die Kirche steht einfach auf Junggeister. Einfach damit man langfristig was hat. Ne? Klar, man muss auch immer fragen, bist du minderjährig? Ja, dann sagen die Antworten darauf. Ne? Kannst du schon deinen Namen schreiben? Nee, kann er noch nicht. Oh, geil. Das ist genau der richtige Kandidat für unsere Gruppe. Hast du schon Zähne? Oh nein, nicht mal Zähne. Geil, Mann. Seht ihr, ich habe damit nichts zu tun. Das ist alles auf dem Skript, das Kreis davor schreibt, als hätte ich irgendwie... Skript? Ja, ich habe... Hier, ich habe alles vor mir liegen. Jetzt Witz machen über minderjährige Geister. Zettel, sein Steuerberater sucht nein, den immer noch. Was? Nein, ich werde... Leute, ihr könnt mir glauben, wenn ich sage... Steuerberater hassen diesen Trick.
Ich bin von Geisterkreis. Ich bin von Kreis komplett ferngesteuert. Der schreibt mir auf, was ich zu sagen habe. Der sagt, ja, wirklich. Das ist alles aus seinem Irrsinn entstanden. Was jetzt? Die Tür? Hä? Sie, bei dir auch? Was ist mit Hörst der du Tür? Das? Geistertür. Bei mir ist Tür normal. Alter, bei mir ist... Oh, hier ist ein Bubbel. Ein Knubbel, meine ich. Bubbelknubbel. Huna-Bubbelknubbel. Ein Knubbelbubbel. Bist also, du glaubt hier? Bitte nicht, Kreis, dass er unschuldig ist. Er denkt sich das alles aus. Auf die Firma Görsch gehört Kreis. Görsch, Alter. Bist du hier? Gibst du uns was von deinem Lugli? Donna Miller. Heißt sie so? Weiß ich gar nicht. Wo bist du? Öffne eine Tür, Donna Miller. Hast du unten schon Strom gefunden? Ich habe hier oben nichts. Also auf dem Dachboden war kein Strom. Nö, ich habe ja auch nichts. Aber ich gönne erstmal ein zartes Donna Miller. Schön suffisant. Donna Miller, ein ganzes Glas. Eine ganze Flasche Donna Miller reingezogen, ganz allein. Strom ist on. Strom ist on. Machen wir uns nichts vor, der steckt doch garantiert wieder hier hinten. Oh, eben gerade hatte ich so ein steppiges Knarzen. Wo bist du? Ich werde mal einfach eine ganz pauschale Kamera hier einsetzen. Gib uns ein Zeichen. Wurdest du gemillert? Hast du Licht angemacht? Nein. Wo ist Licht? Hier im Wohnzimmer, wo der Knubbel ist. Echt jetzt? Ja. Und ich hab kein Licht angemacht, außer du bist da irgendwann mal dran. Nee, ich war da nicht dran. Ich hab hier einen Mund. Hat mir hier einen Mund verabreicht. Wohnmund? Ein Wohnmund. Ich habe einen Schritt gehört. Hinter mir ist, glaube ich, ein Geist. Also haben wir Frostmund im Wohnzimmer. Ich habe ein Klavier gehört. Alter. Okay, wow, Alter, mit dir. Ich weiß nicht, ja, was. Ja, ein Zweier Piano Man habe ich hier drüben. Was war denn im Eintopf drin? Was? Der mir der nette Kreispriester gegeben hat. Hallo, mein Sohn. Hast du einen hungrigen Magen? Dann nimm doch ein wenig von unserem vergifteten Eintopf. Habe ich vergiftet gesagt? Ich meine natürlich gut abgewürzt. Guck mal, da hat er schon eine gute Cam platziert. Dann tue ich mal noch eine hier hin. Tue ich mal machen. Kannst du deine Schande-Cam da hinten kannst entfernen? Ich habe Legend. Schand-Cam. Schand-Cam. Weißt du nicht, vielleicht ist er trotzdem da hinten stuck. Glaube ich nicht. Mein Gefühl sagt mir, der ist Piano-Ghost. Ich glaube, wir haben hier den Geist von Adrian Brody. Bono. Guck mal, du kriegst ja auch hier so ein Verlass bitte den Raummund. Echt? Habe ich einen Mund gehabt wieder? Ja, das ist eben so einen leichten Mouth. Du hast eben gerade gemouft. Hat da, glaube ich, eine sehr gute Cam platziert. Ja, Cam sieht man gar nichts. Was ist los mit der? Meiner. Achso, war Nachtsicht, war nicht an. Meine Cam ist nicht an? Nein, Nachtsicht war nicht an. Achso. Man konnte nichts sehen. Aber steht die eine gut, oder? Da in der Ecke. Hat ja, man sieht auf jeden Fall den Mundi. Also wir haben Mundi. Ja, Mundi. Los, komm Geist, wir haben nicht mehr viel Zeit. Und schnell gehen. Geistermund. Ich suche wirklich nach dem Wort Geistermund, weißt du? Das Geistermund ist das eigentlich jetzt schon geschützt? Hat das seine Firma schon irgendwie aufgekauft? Nein. Und Mundaktien? G-Mouth. Der G-Mund, aber der ist schon... Der G-Mund ist ja schon eingetragen. Was sagt denn eigentlich unser Geisteszustand? Ah, ist in Ordnung. Oh, ist eigentlich relativ stabil. Guck mal, wir werden eigentlich recht synchron gelulutscht. Ja gut, wir sind ja jetzt beide noch nicht viel weiter eingedrungen als in dem Bereich. Aber eine Bubble sehe ich gar nicht. Aber das ist der Donna Miller. Donna Miller Thriller. Okay. Mr. Bombastic. Donna Miller Thriller. Elefantastic. Row, row. Mr. Boom, boom. Da mal ein bisschen Salz verteilt in der Butze. Mal ein Foto vom Knubbel. In die Butze. Mutzeknittel.
Mal die Fenster checken. Donna Miller. Check mal hier auch den Lichtscheckelech. Hier drüben. Also ich mache hier kurz einen Rind Round ganz außen rum. Donna Miller. Gib uns ein Zeichen, Donna Miller. Kann auf dem Klavier vielleicht auch was sehen, wenn er... Donna Miller. Auf dem Lichtschalter hier sehe ich nix. Gib uns ein Zeichen. Donna Zeig Miller. Uns wir deine beschwören Visage. Dich. Hast du das Bier angefasst? Donna Miller. Aber auch salty nix, ne? Steps aber auch gehört, jetzt wurde mit dem Licht geflogen. Hier hast du den Mund, hier kriegst du den Mund ab. Da muss irgendwie hier. Ich glaube, wir brauchen noch eine Kamera. Mama, ich hol mal deine eine Kamera, die. Ne, die habe ich doch schon geholt, die steht hier auf dem Pfosten. Vielleicht kann ich die einfach ein bisschen in die andere. Stell die mal hier hin, dass wir so einen Blick auf die Tür bekommen. Achso, auf die Tür, ich. Weil hier habe ich keinen Mund mehr. Na, vielleicht ist ja da die Puppel. Weil irgendwie ist genau an der Tür. Nee, so du eine Schnute hier auch Mund. Ich habe hier auch Schnute. Na, stell sie mal hier hin. Donna Miller. Zeig uns deine Schnute. Hol ich mal noch die Cam hier. Und stell die mal so, dass wir hier vielleicht so ein bisschen in den... Wo bist du? Was willst du? Sickert die von oben durch? Nee, oder? Ist es ein Sicker? Nee, nee. Oder? Ich hab hier oben auch noch... Weiß nicht. Du hast hier oben noch einen leichten Flurmund. Aber hier nicht mehr, glaube ich, oder? Weiter Flurmund, was? Donna Miller! Ah, nee. Ich dachte, da wären Steps, aber ich habe mich vertan. Was sagt die Miller-Skala? Miller-Skala? Weiß ich nicht. Miller and Fines sagt 0. Wow! Aber die hat mal reingemillert. Die hat ich bin bei 28. Und du nur noch bei. Du bist immer noch bei 69? Was? Ja, ich habe das Pillen genommen. Nehmen wir einen Sprechmann. Da im Bubbel. Wo? Im Übergang, da wo es Holz ist. Mit der Axt und so, wo der Fliegenfänger ist. Das ist ja, ich habe gesagt, da ist irgendwas. Okay. Da nehme ich so ein leichtes Bubble-Feeling. Atommare oder ein Jurai. Donna Miller. Was willst du? Gib uns ein Zeichen. Bist du ein Kind? Bist du eine alte Frau? Oh, the woman. Wo sind die Bücher alle hin? Dann hole ich mal ein Buch. Hier habe ich beim Stapel habe ich auch noch ein Buch. Achso, hat er schon eins hingelegt. Was willst du? Wo bist du? Mrs. Miller. Sehr suspekt. Schreibe in das Buch. Im Moment haben wir eine starke Null. Eine sehr, sehr starke Null. Mal gucken, ob eine Kerze auspustet. Auch noch eine Sache, die wir machen müssen. Das ist wirklich eine sehr intensive Bubble. Das ist eine dicke Bubble? Richtig dicke, intensive Bubble. Eine richtige Dick-Bubble. Ja, ja. Auch nochmal hier machen. Eine Kerze neben das Buch. Hier nochmal Salz. Hier nochmal Salz. Da noch ein Salz. Kerze schon aus. Echt jetzt? Ja, direkt ausgegangen. Heftig. Wird das als Beweis eigentlich so eine ausgepustete Kerze? Ja? Nee. Nee, doch nicht. Der Knochen nur. Das ist so ein Foto Donna mit einer Miller. Kerze drauf. Ja, voll der Beweis. Was war das? Weiß ich nicht. Hier wieder Licht angemacht. Wo ist der Empf? Der Empf spleecht.
Das Licht wieder ausgemacht. Donna Miller. Okay, ich hab's. Was Buch? M5. Echt? Mhm, ein Phantom. Einfach so? Einfach so, hat er gesagt. Ich zeig dir mal einen richtigen Empf. Du wirst Empf sehen, du Knilch. Schön Doppelgang. Oh! Was passiert? Sie hat mir die Kamera aus der Hand geschlagen. Oh mein Gott, das ist so ein kleines Göhren-Ding. Sollte mir an die Göhren. Du weißt schon, an meinen Intimbereich lang. So, wie hieß es nicht, die Göhrenröhren? So eine Göhre aus der Firma Görtsch. Meine Göhrröhr. Göhrröhr. Spalt am Göhrröhr. Ja, siehst du kurz, das war halt so ein kleiner Kurzlizenz-Freitag. Ja, einmal nur zum Auffrischen der Lizenzen. Ja. Ja, wir müssen das immer wieder vorweisen, ne? Die prüfen uns. Ja, eben klar. Da musst du halt zwischendurch mal kurz einen reinlunsen. Ja, oh, guck mal, das hat mehr gebracht als das andere Ding. Ja, die Priesterdollar werden 30 Euro wegen Bibelgebühr abgezogen. Weil wir den Knochenbeweis hatten. Der Knochenbeweis. Der Knochenbeweis, weiß ich nicht. Der ist wichtig. Wenn ich bei KFC war, hast du 12 Knochenbeweise. Ich habe Knochenbeweis in der Hose. Guck mal, der ist Level 250, da merkt man einfach, der Mann hat kein Leben. Gut, bis zum nächsten Mal. Okay. Bewertung da lassen und tschüss. Auf Wiedersehen.